Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, haben sich vielleicht schon gewundert, warum die Bildwelt Gerhard Richters nicht etwa chronologisch gehängt ist, sondern unterschiedlichste, ja, ich möchte mal sagen, malerische Haltung nebeneinander stehen und so miteinander konfrontiert werden. Das hat natürlich seinen tieferen Sinn. Gerhard Richter enthebt sich so geradezu der Zeitlichkeit. Wer die Chronologie missachtet, braucht die Zeit nicht mehr als Moment. Er steht über der Zeit. Und somit könnte Gerhard Richter auch tatsächlich der erste Maler werden, dessen disparates Werk ja Prinzip ist und dessen disparates Werk sozusagen posthum noch eine Fortsetzung findet. Etwa nach dem Vorbild des in Wien geborenen Viktor Maria Stössels, der in den Wirren der 68er Zeit leider sich verloren hat im Alter von 99 Jahren. Zurück nun zu Gerhard Richters berühmten Bildfarben, Colors. Das hätten wir uns natürlich selber denken können, diesen Titel, aber dahinter steckt natürlich noch mehr. Gerhard Richter, und manchmal sind die Anregungen tatsächlich banal, hat sich zu diesem Bild anregen lassen bei seinem dritten Umzug in sein viertes Kölner Atelier. Ich habe mich inzwischen vergewissert, es war tatsächlich das vierte und nicht das dritte, was insofern wichtig ist, als er das vierte Atelier in einem Jahr bezogen hat, wo genau diese Farbpalette von Bedeutung war in der Kachelindustrie. Und Gerhard Richter hat in diesem Jahr sein Bad neu plätteln lassen. Und Sie kennen ja diese kleinen Kerchelchen, die dazu zum Pflastern des Bodens dienen. Aber es ist eigentlich zu banal, darauf abzuheben, weil natürlich war das nur eine Äußerlichkeit, eine Anregung. Uns geht es vielmehr darum, dass er mit diesem Bild den Bilderfries, der das ganze Gebäude umgibt, diese geschenkpapierartige Borte, die wir ja schon draußen tiefer gedeutet haben, dass er das hier wiederholt und sozusagen als Nukleus in die Sammlung hineinstellt. Aber was antwortet diesem Bild? Ihm antwortet dieses düstere graue Bild, das alles andere als kalt ist, das alles andere als diese harten Kanten besitzt, sondern dem wir den groben Pinselschlag des Handwerklichen nachspüren können, wo also sozusagen die Fröhlichkeit der tiefen Trauer gegenübergestellt ist. Aber jetzt geht's noch weiter. Da hinten eine Anspielung auf Tizian. Auch damit beamt er sich in den Mainstream der internationalen Kunst und der historischen Kunst der Vergangenheit und der Gegenwart hinein und erhebt sich nochmal in die Zeitlosigkeit. Und da hinten, und das ist auch beachtlich, haben wir hier nun seine Landschaftsassoziation, die wiederum so gemalt ist wie die Bilder Caspar David Friedrichs, wo die Landschaft in die Ferne verschwimmt und quasi der Betrachter zum Autor des Bildes wird. Es fehlt nur noch der Mönch am Meer, aber der sind ja schließlich wir, wie wir an diesem Spiegelbild da hinten gemerkt haben. Und jetzt kommt das Gewagteste von Gerhard Richter und manche mögen es vielleicht als Beleidigung auffassen und einige missinterpretieren dieses Bild als Hommage an Hundertwasser. Weil Sie kennen die Bildwelt Hundertwassers, wo er immer weiter Kreise zog und so quasi mit Buntstiften die Welt illustrierte. Aber auf so etwas Banales lässt sich Gerhard Richter natürlich nicht ein. Gerhard Richters folgt einem ganz anderen Impetus, sondern nimmt wiederum Bezug auf die Natur. Es ist angeregt von einem Kieselstein, der ins Wasser fällt, der Kreise nach außen zieht, die immer weiter nach außen tönen, die Wellen schlagen, die auch wiederum das Zeitlose erklingen lassen. Aber wir sehen natürlich sofort die menschliche Hand in diesem Bild, weil so, wie das hier dargestellt ist, zieht ein Kieselstein keine Wellen. Die gehen kreisförmig. Aber um zu zeigen, dass das Menschen- und handgemacht ist, setzt er hier diese Kanten- und Rechteckform hinein. Ich fasse zusammen. Wir haben hier in dieser Ausstellungssituation an dieser Ecke eigentlich eine Zusammenfassung der gesamten abendländischen Malerei. Die moderne, völlig abstrakte Hard-Edge-Kleinquadratmalerei, hinten der Tizian,
hier das an Rothko erinnernde Material, Bild, das die Pinselschläge im Sinne des Informels spüren lässt, hier an Caspar David Friedrich erinnernde Analogien der Landschaft und hier schließlich die fotografisch, dem fotografischen angenäherte Visualisation der Welt. Und was zeichnet einen Künstler als Großen aus? Dass er eben in sich sozusagen die gesamte abendländische Kunstgeschichte vereint. Und das wird eben in dieser grandiosen Ausstellung hiermit gefeiert. Feiern wir zusammen, begießen wir heute am 1. April 2012 das Werk Gerhard Richters. Niemand ist größer als er. Und gehen Sie einfach einmal, wenn das Museum geschlossen ist, leihen Sie sich den Schlüssel vom Aufseher alleine in dieses Gebäude. Und Sie werden erleben, dass sich erst dann die Kunst Gerhard Richters wirklich tief erschließt, wenn Sie, ich möchte mal sagen, kniend in Anbetung vor den 11 Spiegeln stehen und denken, mein Gott, schau ich verzerrt und schräg aus. Dankeschön. Dankeschön.